Darüber gibt es viel zu reden. Das tue ich jetzt mit Dennis Yücel. Er ist der Weltautor und auch Sprecher des Schriftstellerverbandes PEN Berlin. Findest du es richtig, diese Reaktion des Ravensburg Verlages, oder total überzogen? Ich finde das wie so oft, wie eigentlich immer bei vergleichbaren Fällen. Es ist eine Situation, dass eine Institution, ein Verlag, ein Unternehmen, auch ob jetzt öffentlich-rechtliche oder auch private, unfähig sind, mit Aufregung und Kritik umzugehen und auch zu unterscheiden. Okay, wo ist jetzt Kritik vielleicht auch berechtigt, wie beim RBB im Moment, oder wo ist es eine Aufregung und eine Kritik, die vielleicht auch legitim ist, aber von der man sich auch nicht kirre machen lassen muss. Aber das hat dieses Haus auch schon gezeigt, das haben wir bei anderen Verlagshäusern, das haben wir bei der Taz gesehen, die Süddeutsche, der WDR, alle möglichen Institutionen, kaum, dass da ein bisschen, wir wissen auch nicht, wie viel Aufregung es war. Es würde mich wirklich interessieren, wie viele Leute haben sich denn da aufgeregt. Ich vermute mal nicht so viel. Und die Unfähigkeit von Institutionen aller Art, mit Empörung umzugehen, das scheint mir das eigentliche Problem. Das heißt, wie sollten Sie denn damit umgehen? Bis zu dem, was man macht, auch stehen, ein bisschen gelassener sein. Und ich halte das aber, wir haben das gerade im Beitrag gesehen, das Statement von dem geschätzten Kollegen Henrik Broder. Naja, wir hatten bei der Umweltsaugeschichte, oder du erinnerst dich an diese Kolumne in der Taz, gab es auch Aufregung, die kam dann von der anderen Seite. Es ist jetzt nicht so, danach kann man fast die Uhr stellen, dass diejenigen, die bei einer Frage die Freiheit der Kunst und der Satire und allerlei verteidigen, dass sie beim nächsten Mal total empört sind und umgekehrt. Das ist nicht so. Ich glaube, da macht man sich zu einfach, wenn man sagt, das kommt nur aus einer Ecke. Aber die Unfähigkeit der Institution, von Institutionen aller Art, mit Empörung und Aufregung umzugehen, das ist etwas, was sich durchzieht. Jetzt fußt ja das Buch, das zurückgezogen wurde, auf einem Film, der weiter in den Kinos läuft. Und auch zu diesem Film, da gab es durchaus vorher eine Debatte, und zwar vom deutschen Film und von der deutschen Film- und Medienbewertung. Die haben durchaus ihre Meinungsbildung da veröffentlicht. Da gab es widerstrebende Meinungen. Das könne man heute so nicht mehr zeigen. Das seien alles Klischees der 60er Jahre. Dann wurde aber trotzdem der Film sogar mit dem Prädikat besonders wertvoll ausgezeichnet. Ist das jetzt das richtige Umgehen? Ach, ich weiß nicht, ich glaube, diese Prädikate würde ich jetzt auch nicht so viel drauf geben. Jedenfalls ist es so, natürlich soll man das drucken können, aber andererseits ist auch nicht alles, was jemals irgendwo zwischen zwei Buchdeckel gepresst wurde oder verfilmt wurde, auch wirklich gut. Und ich glaube, Winnetou ist so ein Fall, kommt sehr darauf an, wie man das liest. Man kann das natürlich als so eine exotische Sicht auf die Welt, Karl May, der nie aus seinem Sachsen herauskam, aber Bücher über das wilde Kurdistan geschrieben hat, das ist natürlich sehr exotisierend und der edle Wilde und so, man kann das so lesen. Man kann das aber auch so im Sinne von Verständnis für Leute oder Sympathie für Leute, die eigentlich in den Western davor, wenn du dich an die John Wayne Western und so der 50er Jahre erinnerst, das sind ja diese Leute, die mit Kriegsgeschrei dahergeritten kommen und dann sofort abgeknallt werden. Und im Vergleich dazu als Charakter war das da vielleicht auch schon ein Fortschritt, dass der als Sympathieträger auch eingeführt wurde. Ich glaube, es hängt wie oft bei Kunst, auch bei trivialer Kunst, und das ist ja eher im Fall für triviale Kunst, aber auch da, es hängt ein bisschen davon ab, wie man das liest, und das kann man so oder so lesen. Aber gerade diejenigen, die Winnetou dieses Thema kulturelle Aneignung, dieser Vorwurf, die müssten Karl May eigentlich mögen, weil die Welt von das Karl May ist ja auch eine, da sind die Kulturen klar getrennt, da werden zwar Männerfreundschaften geschlossen zwischen dem edlen Wilden und dem Weißen und so, aber das ist ja, jede Kultur ist eigen, hat seine eigene Identität und das wird gepflegt, und all deren Sorge die Pflege von Identität ist, die müssen das eigentlich toll finden, weil das ist ja eben nicht Hybrid, das ist eben nicht für die Vermischung. Kultur ist der Kulturprozess Kultur der Menschheit. Kulturelle Aneignung. Kultur ist Aneignung und Vermischung, das geht gar nicht anders. Alles, was, also zwar nicht nur die Hochkultur, sondern auch die Alltagskultur. Also die Wiener Kaffeehauskultur ist ein Produkt der osmanischen Belagerung von Wien. Und das Ganze, also sowohl was die Hochkultur anbetrifft, als auch die Alltagskultur, das macht Kultur aus. Vermischung macht Kultur aus. Bei Karl May gibt es das nicht. Und wer sich über kulturelle, ich teile diese Ansicht nicht, aber wer sich über kulturelle Aneignung empört und das ganz schlimm findet, der muss eigentlich Karl May-Fan sein, weil dort sind die Kulturen klar getrennt, die Identitäten sind klar getrennt. Und man trifft sich oft als Männerfreunde, die durch die Wüste, durch die Steppe reiten und Abenteuer erleben. Aber es ist klar, wer ist hier der Weiße und der Rote und so. Und Kultur ist eigentlich die Vermischung. Sagte Dennis Yücel. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.